Hallo da draußen und herzlich willkommen auf der CMT. Boah Leute, was war denn hier los am Wochenende? Das ist ja verrückt. Ja, es waren, ich habe keine Ahnung, gefühlte tausende Leute um uns rum. Also entschuldigen wir uns jetzt bei euch. Wir haben die Kamera nicht ausgepackt, aber trotzdem ein Video für euch. Ja. Denn ein etwas anderes Video mal von der Messe in Stuttgart hier aus dem Vans and Friends Wohnzimmer. Ja, wir haben einfach mal unseren kleinen, spontanen Vortrag, den wir hier gemacht haben, aufgezeichnet und wir zeigen euch den einfach. Ja, unser erstes Mal Vanlife, also es handelt tatsächlich von unserer allerersten Reise mit der Betty, nachdem sie fertig war oder der Ausbau fertig war. Ja, und da ist nicht alles glatt gelaufen. Oder? Was erzählst du noch alles? Seht einfach selbst. Ja, guckt los, einfach selbst. Los geht's. Hier in der Vans & Friends Halle. Nein, Halle sind wir noch nicht. Vans & Friends Wohnzimmer sind wir im Moment. Halle machen wir erst nächstes Jahr. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Wir machen weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und ich freue mich, aus dem weit entfernten Weißwampach aus Luxemburg zu begrüßen. Tascha und Patrick, bekannt als Patascha's World. Ihr dürft gerne klatschen. Sie sind extra für euch hier und haben ein Thema mitgebracht. Ja, unser erstes Mal Vanlife. Und man muss dazu wissen, die beiden sind jetzt, glaube ich, im vierten Jahr unterwegs und es gibt eine ganz kuriose Story, warum sie unterwegs sind und wie sie dazu gekommen sind. Das erzählen sie uns jetzt hier in einer halben Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo und schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir haben uns jetzt nicht vorbereitet auf diesen Tag, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, was kann man hier erzählen. Und unser erstes Mal Vanlife, das ist auch so eine Geschichte, die passt hier ins Wohnzimmer und die erzählen wir euch jetzt. Ja, und für die Leute, die uns vielleicht noch gar nicht kennen, ja, der Markus hat schon gesagt, wir sind Tascha und Patrick, zusammen funktionieren wir als Patascha's World. Wir sind zwei Vollzeit-Reiseblogger aus Luxemburg und hatten bis 2016 eigentlich noch keine Ahnung, was der Begriff Vanlife eigentlich heißt. Weil wir waren damals eher als Backpacker unterwegs und halt auch eher so entfernte Ziele, Asien, Amerika und so weiter. Ja, bis ich dann in Costa Rica 2016 einen super tollen Geistesblitz hatte und gedacht habe, um günstiger zu reisen, könnten wir uns doch einfach einen Transporter kaufen, gebraucht, günstig, und es einfach umbauen, Bett rein, Gaskocher rein und einfach mal durch Europa reisen. Ja, und zu diesem Zeitpunkt waren wir der Meinung, wir wären die einzigsten beiden Menschen auf diesem Planeten, die sowas machen. Deshalb haben wir uns auch nicht informiert und wir haben einfach mal drauf losgeschraubt. Wir haben uns einen Van gekauft, wir haben ein bisschen Holz reingepackt, ohne Ahnung, ohne irgendwelche Videos, die wir uns angeschaut haben. Und ja, dann ist unsere Betty daraus entstanden. Ich habe das Ganze auch auf YouTube dokumentiert, weil das macht ja sonst keiner. Und so ist dann unser Fahrzeug entstanden. Hier gibt es ein paar Bilder. So sah es dann aus. Wir waren auch ganz zufrieden von Isolation und so Sachen hatten wir keine Ahnung damals. Und nach 30 Tagen sind wir dann einfach mal losgefahren. Ja, so hat der Trip dann eigentlich angefangen. Wie gesagt, wir hatten auch zu dem Zeitpunkt noch eine Rückwand im Van. Dementsprechend war es uns noch nicht so ganz klar, was das heißt, dass man jedes Mal aussteigen muss, hinten wieder reinsteigen muss. Wir dachten, ach, das wird schon irgendwie gehen. Und ja, wir haben es in 30 Tagen dann hingekriegt, weil wir wollten eigentlich einfach nur los. Ja, los ging es dann auch. Wir sind erstmal nach Frankreich gefahren. Tagsüber war es kein Problem. Wir haben eine schöne Wanderung unternommen und dann kam der erste Abend. Wir wussten nicht, wohin. Also, was macht man als Camper? Man fährt einen Campingplatz an und ja, macht Camping. Ja, aber auch zu dem Zeitpunkt waren wir vorher noch nie auf dem Campingplatz. Wir sind dann einfach mal hingefahren, haben unseren Van da hingestellt, gezahlt, uns angemeldet, haben gedacht, okay, heute kochen wir uns was Schönes.
und dann ist der erste Zwischenfall passiert. Ja, Gott sei Dank hatten wir uns einen Rauchmelder eingebaut. Das muss man ja unbedingt im Van haben. Also ist dann abends gegen 8 Uhr auch der Alarm da losgegangen. Wir haben Nudeln aufgesetzt. Das hat ausgereicht, dass wir den ganzen Campingplatz zusammengetrommelt haben. Und dann, ja, es hat ziemlich laut rumgepiept. Ja, dementsprechend peinlich war uns dann auch die ganze Aktion und wir haben uns gedacht, okay, beim Nudelnkochen müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Ja, wir haben diesen Rauchmelder damals installiert, weil ein Follower uns mehrfach darauf aufmerksam gemacht hat, wir müssten unbedingt so einen CO- und Rauchwarner haben, weil wir würden sonst ersticken. Wir würden sterben. Und wir wussten ja nicht, was das ist, wie man in einem Fahrzeug schläft, wie man sich darin bewegt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, wenn er dann recht hat. Und wir haben es einfach eingebaut. Ja, weiter ging die Reise. Wir sind vom Campingplatz los. Wir sind Richtung, wo sind wir hingefahren? Österreich. Österreich, genau. Wir haben dort eine Freundin besuchen wollen, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Sind dann aber zuerst mal durch Deutschland gefahren. Ja, und dann wurde es halt wieder irgendwann dunkel und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwo übernachten dann. Natürlich hatten wir uns ein bisschen informiert und diese Stellplatz-Apps dann gefunden, wo man sich dann Plätze für die Nacht suchen kann. Dementsprechend haben wir da, ich weiß nicht mehr, 5 an der Zahl hatten wir damals runtergeladen. Ich glaube noch mehr. Ja, und wir haben dann einfach mal eine aufgemacht und dann haben wir, Achtung, jetzt kommt Werbung, einen Stellplatz an der Fritz-Berger-Halle gefunden, wo man kostenlos stehen kann. Ja, natürlich wollten wir ja günstig reisen, haben wir gedacht, okay, dann fahren wir hin. Ja, und wie ihr seht, das war zum Beispiel auf dem Parkplatz. Damals hatten wir auch noch keine Ahnung, wie kocht man Kaffee im Van. Und wir hatten das Geschirr von Oma einfach mal mit, das war Silberbesteck, was wir dabei hatten, mit Kaffeefilter drauf. Und es hat sich rausgestellt, das war blöd. Ja, aber es hat immerhin den Zweck erfüllt an diesem Tag. Ja, wir sind dann... ein bisschen unbeholfen saßen wir da in diesem Van vor dieser Halle, haben uns nicht rausgetraut, es gab auch da nichts zu sehen. Ja, so sind wir morgens sehr früh weitergefahren zum Mondsee. Das Wetter war scheiße und wir haben die ganze Zeit gedacht, ja, wann kommt denn jetzt dieses Tolle an diesem Vanlife, wo alle davon erzählen. Und ja, wir hatten dann an dem Tag am Mondsee geparkt und hatten dort kostenloses WLAN dann auch gefunden und es gefiel uns eigentlich ganz gut dort, also wollten wir eigentlich dann dort am See übernachten, bis wir das Wohnmobilverbotsschild gesehen haben. Und dann dachten wir uns, ja, können wir ja wieder nicht hier schlafen. Ja, schlussendlich sind wir beim Landwirt gelandet. Der hat auch ein kleines Restaurant dabei gehabt und da konnte man dann auch wieder stehen. Gott sei Dank haben wir einen Platz gefunden diese Nacht, bevor es dann weiterging und wir sind Richtung Wien gefahren. Ja, damals in Wien konnte man, wir wollten einen freien Stellplatz anfahren, den wir dann auch gefunden haben, aber wir hatten Angst. Es war Nacht, wir stehen überall. Heute weiß man so Plätze zu schätzen, aber damals, ich hatte Schiss. Ich stand irgendwo über Wien, es war verboten dort zu schlafen im Fahrzeug und nachts über war es komisch. Da sind Tonnen Leute ums Auto gewuselt. Ich hatte wirklich Angst. Ja, und da war dann auch so die erste große Krise dann. Ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Ich hatte wirklich Zweifel, ob diese Investition in dieses Fahrzeug tatsächlich das Richtige war, weil ja, mir persönlich hat es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gefallen. Ja, ich hatte die ganze Zeit, man hört die ganze Zeit Geräusche abends, man versteckt sich in diesem Van. Wir sind dort angekommen, mit Rückwand saßen wir erstmal eine gefühlte Stunde vorne in der Fahrerkabine, weil dort Leute waren und wir haben uns nicht getraut, nach hinten zu gehen, weil wir dachten, dann sehen die ja, dass wir da drin übernachten. Ich glaube auch, wir haben 3 oder 4 Mal das Fahrzeug umgestellt, weil wir nicht gut standen und es war richtig komisch. Aber Gott sei Dank hat es dann auch uns wieder weitergebracht. Wir haben noch ein schönes Bild geschossen und dann ging es in die Stadt rein. Wien, wunderschöne Stadt. Da war das auch vergessen, dass man abends in einem Fahrzeug schläft. Wir haben uns gut amüsiert eigentlich. Das war richtig toll. Aber dann kam dann auch wieder irgendwann der Abend und da haben wir dann die erste Nacht Innerstadt verbracht, mitten in Wien an einem Bürgersteig und das war auch so ein Erlebnis. Ja, wie gesagt, wir waren ja eine Freundin besuchen, die hat so wirklich im vollen Zentrum Wiens gewohnt. Natürlich haben wir dann dort auch geparkt mit dem Fahrzeug und wollten, waren festen Willens dort.
dort dann zu übernachten. Das haben wir auch gemacht. Am nächsten Morgen waren wir dann, sind wir aufgewacht und wollten dann wieder in die Stadt mit unserer Freundin oder zuerst mal zu der hoch frühstücken an der Wohnung. Ja, und wenn man dann auf dem Bürgersteig da steht, dann guckt man hinten aus dem Fenster raus und man sieht nonstop Leute über den Bürgersteig laufen und man traut sich nicht raus. Also ich glaube, wir haben gefühlt auch wieder eine halbe Stunde damit verbracht, da kommt einer. Du kannst jetzt nicht raus, du kannst nicht aussteigen. Und irgendwann kam keiner, ich reiß die Tür auf, kamen drei um die Ecke und ich habe gedacht, oh Gott, nein. Jetzt, die haben mich gesehen. Und da war wirklich das Gefühl, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, die Leute haben mich nicht beachtet. Das war denen ganz egal. Die waren auf dem Weg zur Arbeit und das war's. Die sind an mir vorbeigelaufen. Und da kam das erste Mal das Gefühl auf, okay, du stehst hier rum, keiner beachtet dich. Das könnte auch trotzdem was werden. Ja, wir sind dann weitergefahren. Nach ein paar Tagen Wien ging es dann noch weiter zum Grünen See, weil eigentlich wollten wir ein bisschen weiter südlicher Richtung Italien fahren. Und ja, hier waren wir noch ein bisschen wandern. Der Tag war super schön, es hat uns sehr gut gefallen in Österreich. Wir haben dann den ganzen Tag da an dem See verbracht. Dementsprechend spät waren wir dann wieder unterwegs. Am See durfte man wieder mal nicht übernachten, laut der Beschilderung. Ja, und dann sind wir dann doch wieder zum Campingplatz gefahren. Und ja, hier sieht man unterwegs, wir sind halt immer so lange rumgefahren, bis wir irgendwie was gefunden haben, wo es dann offiziell erlaubt war, dass wir dann stehen dürfen. Ja, wir sind dann an diesem besagten Campingplatz gelandet und dann ist es wieder passiert. Ja, wir haben gekocht abends, es gab Nudeln und auf dem Campingplatz haben wir dann wieder mal den Rauchmelder ausgelöst. Das war dann der Punkt, wo der Rauchmelder von der Decke flog. Den haben wir auch nie wieder montiert. Ja, das war die Geschichte. Die Kaffeetassen mit dem Filter, die hatten wir übrigens auch noch immer dabei. Wir haben die aber damals umgesetzt und wir haben uns so eine Trucker-Kaffeemaschine, so eine 12-Volt-Kaffeemaschine gekauft und damit ging es dann weiter. Wir haben Kaffee gemacht unterwegs. Ja, und wir kommen später dann auch nochmal darauf zurück. Erstmal Italien. Wir sind angekommen in Italien. Das war, ich weiß gerade nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall, es gab Eis. Ja, in Treviso. Dort haben wir einen ganz tollen Platz gefunden, einen riesengroßen Parkplatz an dem Fußballstadion. Da standen Wohnmobilschilder, dass man dort stehen darf für, ich weiß nicht mehr, 48 Stunden oder länger sogar. Fanden wir super. Ist nicht so besonders schön, aber immerhin durften wir dort übernachten. Dementsprechend ruhig waren wir dann auch. Dann kam die Dämmerung, es wurde dunkel, dann kam das nächste Problem. Ja, keiner hat uns erzählt, dass Stechfliegen auch was mit Vanlife zu tun haben. Also wir sind gefressen worden an dem Abend. Ja, wir haben dann so 5 Minuten vor Ladenschluss dann es noch geschafft, uns so eine Räucherspirale zu kaufen. Sie hat nicht wirklich gewirkt, aber ein bisschen hat sie es dann doch getan. Ja, und wir sind dann weitergefahren durchs Inland Italiens. Alles war wieder wunderbar. Und wir wollten dann zur anderen Seite an die Küste, weil wir gedacht haben, ja, so ein bisschen ans Meer möchten wir dann auch noch. Es war Juli, das wollten ganz viele damals. Ja, und wir haben uns einen Stellplatz ausgesucht, den wir auch in irgendeiner App gefunden haben. Und da ging es wieder los. Wir sind hier, ihr seht den Platz, wir sind hier zur Schranke reingefahren. Und dann ist es uns aufgefallen, wir wollten eigentlich gar nicht da rein. Aber wir mussten schon zahlen. Und das war wirklich, hinten ging es raus. Und ich habe Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt noch ein Schild gefunden. Wenn man nur entsorgen kann, kostet es nur 8 Euro. Und wir sind einfach wieder hinten raus. Für 8 Euro haben wir die Runde mal durch den schönen Stellplatz da gedreht. Es war grausam. Und dann ist uns eine unscheinbare blaue App aufgefallen, die heißt Park4Night. Und Gott sei Dank sind wir auf die getroffen. Und dann haben wir auch unseren ersten schönen Platz gefunden, den wir auch genießen konnten. Ja, also ich muss dazu sagen, auch noch zu dem letzten Bild, ich war am Ende. Also ich hatte schon fast, ich habe schon fast geheult, kann man sagen. Ich wollte diese Karre einfach wieder verkaufen. Ich habe gesagt, das wird nichts. Das ist doch alles scheiße hier. Der Stellplatz war hässlich. Es war voll mit Leuten. Und hinter uns war irgendwie so eine abgewrackte Kirmes, die schon seit 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr funktioniert hat. Gegenüber standen die Zigeuner auf dem Parkplatz. Und
es war nicht meine Welt. Und ja, dann Gott sei Dank, irgendwo über La Spezia war das, glaube ich, hat dann die Park4Night-App uns zu diesem Stellplatz gebracht und irgendwas hat dann diesen Hebel umgelegt, wo wir dann gedacht haben, ja, irgendwie ist das doch schön hier. Ja, morgens, ich bin da, genau da aus dem Fahrzeug rausgesprungen und da saß ein Mann neben mir auf der Bank, die da war. Der hat Aussicht genossen und ist einfach wunderschön. Und da ist das erste Mal Vanlife schön gewesen. Ich weiß, dass ich noch ein Gespräch mit diesem Herrn geführt habe. Der hat eine Wanderung gemacht und es war einfach toll. Und da ist Vanlife in unser Leben getreten. Ja, wir haben dann die Stadt La Spezia besucht und ihr könnt es erkennen, ich habe mich so langsam eingewöhnt, mit der Toilette auch. Ja, da standen wir dann wirklich so mitten in der Stadt und haben dann dort das erste Mal auch irgendwie ohne Bedenken übernachtet. Und es war okay. Ja, es mitten in einer Stadt schlafen war irgendwann interessant geworden. Wir haben das Leben genossen. Es ging für uns weiter. Wir sind wandern gegangen. Wir sind nach Cinque Terre rüber. Es war einfach wunderschön. Und auch der Gedanke, dass man abends irgendwo sich im Fahrzeug verstecken muss, der war weg. Auf einmal. Ja, leider hat es nicht so lange angehalten, weil dann kam ein nächstes Problem. Das war ein technisches Problem. Wir waren nach diesem Tag, wunderschönen Tag Cinque Terre, dann leider gezwungen, wieder auf den Campingplatz zu fahren, weil der Strom war alle. Ja, da kam es dann dazu, dass es sich gerecht hatte, dass wir uns nicht informiert hatten, wie man so ein Fahrzeug ausbaut. Nein, wir waren ja ganz überzeugt, wir können einen Laptop da drin laden, aber mit so einer kleinen Batterie, die wir damals hatten, und einem Solarpanel hat das nicht gereicht. Also zurück zum Campingplatz. Ja, und hier kann man noch sehen, also wie gesagt, unsere Laptops sind halt unsere Arbeitsutensilien, dementsprechend brauchen wir Strom. Dann haben wir halt auch gelernt nach diesem Trip, okay, wir brauchen mehr Solar. Ja, so langsam haben wir uns auch daran gewöhnt, dass es nicht immer sauber im Van sein muss. Und dann kommt wieder die ominöse Kaffeemaschine. Ja, das war dann die Kaffeemaschine, die wir uns besorgt haben. Und dann ist auf dem Campingplatz uns das Kabel oder die Steckdose abgefackelt, weil keiner hat mir gesagt, dass die so viel Strom brauchen, die Dinger. Und danach haben wir es aber gelernt. Gott sei Dank waren wir in Italien und wir haben dann auch die besagte Pialetti gekauft danach. Ja, und die fährt heute noch mit uns mit und ist für uns die beste Kaffeemaschine überhaupt. Ja, danach sind wir dann durch Italien, durch die Alpen wieder zurück nach Frankreich. Und die nächsten Bilder, glaube ich, erklären dann auch ein bisschen, dass wir dann endlich dieses Gefühl gefunden hatten, was dieses Vanlife dann so ausmachen soll. Also wir waren wesentlich entspannter auf der Rückreise. Wir hatten sogar Spaß im Fahrzeug, wo wir uns auf der Hinreise eigentlich die ganze Zeit nur angeschnauzt haben. Ja, es war einfach schön, diese Rückfahrt dann. Und ja, mit den Stellplätzen hatten wir dann auch keine Probleme mehr. Da war dann auch, diese Angst war verschwunden. Wir haben uns einfach dorthin gestellt, wo wir wollten. Wenn ein Verbotsschild da ist, das machen wir heute noch immer so, fahren wir einfach weiter. Die respektieren wir trotzdem, aber es gibt ja dann trotzdem noch ganz viele andere Plätze, die man aufsuchen kann. Ja, und dementsprechend war das unsere kleine Geschichte zu unserem ersten Mal Vanlife. Ja, ein bisschen chaotisch, aber so haben wir zu dem Lebensstil gefunden, den wir wirklich mögen. Das Reisen im Van macht uns mittlerweile richtig Spaß. Ich will es nie mehr missen. Und ja, unsere Abenteuer kann man auf YouTube verfolgen. Da dokumentieren wir natürlich fleißig mit. Schade, dass wir diese Reise nicht dokumentiert haben, weil da sind noch etliche Sachen passiert, die haben wir auch aus dem Vortrag rausgelassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, ich hoffe, euch hat die kleine Präsentation gefallen und wir machen uns jetzt zurück in die Hallen und machen mal ein paar schöne Aufnahmen für euch. Ja, weil ein bisschen arbeiten müssen wir ja auch, ne? Also, los geht's.